Hallo an alle Fotobegeisterten hier draußen, die sich dazu entschlossen haben, die Fotografie in Angriff zu nehmen. Ich möchte mich kurz, bevor es mit dem ersten Video losgeht, bei euch vorstellen. Ich heiße Daniel, bin Fotograf, habe mir die Fotografie vor Jahren autodidaktisch, also selbst beigebracht. Ich habe viele Magazine, Bücher, Zeitschriften gelesen, habe viele Workshops und Seminare besucht und dieses Wissen, das was ich dann da theoretisch gelernt habe, praktisch in meinen eigenen Shootings umgesetzt. Vor kurzem habe ich mich auch dazu entschlossen, einen YouTube-Channel zu machen, wo ich dir mein Wissen und meine ganzen Erfahrungswerte auf deinen Weg in die Fotografie mitgeben kann. Es geht viel um kreative Shootings. Ich bin ein Fotograf, der sich gerne immer auf der kreativen Ebene bewegt. Das heißt, ihr werdet viele Tutorials sehen und die ich euch zeigen werde, wo es um kreative Lichtgestaltung, um Fotomontagen geht, aber auch natürlich die Basics, die man lernen muss, Porträtfotografie bis hin zur Landschaftsfotografie. Genug geredet, ich schlage vor, wir starten gleich mit den Basics der Fotografie im allerersten Video von Fotografieren kapieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Endlich ist es soweit, du hast dich dazu entschieden, Fotograf zu werden und kannst es kaum erwarten, rauszugehen, Fotos zu machen und sie deinen ganzen Freunden zeigen. Bevor es losgeht, gibt es jetzt eine große Frage, die sicherlich jeden von euch beschäftigt, und zwar, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ist es eine Spiegelreflexkamera? Ist es eine Systemkamera? Ist es eine Kompaktkamera? Actioncam? Oder soll ich mir lieber doch nur mit dem Smartphone das Fotografieren beibringen? Ich empfehle dir nicht, die erste Frage auf die Kamera zu beziehen, sondern eher auf die Frage, was möchtest du fotografieren? Möchtest du lieber Menschen porträtieren? Möchtest du lieber Tiere fotografieren? Wenn du Tiere fotografieren willst, willst du lieber kleine Tiere oder große Tiere fotografieren? Oder gefährliche Tiere? Oder möchtest du lieber komplett was anderes? Möchtest du lieber Autos fotografieren? Oder Gebäude, Architekturfotografie. Denn wenn du das weißt, was du fotografieren willst, dann weißt du auch ungefähr, wo du die Fotos dann machen wirst. Und das ist dann gleich die dritte Frage. Wo fotografierst du dann hauptsächlich? Fotografierst du eher drinnen oder draußen? Fotografierst du unter Wasser, wenn man Fische zum Beispiel fotografieren möchte? Oder fotografierst du eher aus luftiger Höhe? Denn da wäre zum Beispiel eine Drohne wieder empfehlenswert. Und wenn du dann diese Frage hast, solltest du dich fragen, wie du deine Fotos machst. Machst du sie hauptsächlich im Gehen, im Stehen, machst du sie im Sitzen oder machst du Fotos, während du Sport machst, zum Beispiel Skifahren und nebenbei mit einer Actioncam flotte Bilder machen. Denn wenn du all diese Fragen hast, liefern sie dir wichtige Parameter dafür, wo in welche Richtung die Wahl deiner Kamera geht. Ich würde dir zum Beispiel nicht empfehlen, mit einer großen, klobigen Spiegelreflexkamera mit vielleicht noch so einem Objektiv vorne dran, viel auf Reisen zu gehen, also Travel-Fotos zu machen, wie die Travel-Vlogger. Da würde ich dir wiederum eher eine kleine Kompaktkamera empfehlen oder eine Systemkamera. Kann man genauso gut auf Reisen mitnehmen, macht genauso gute Fotos, ist halt kleiner und kompakter, wie der Name halt sagt, Kompaktkamera. Wenn du aber jetzt zum Beispiel gerne beim Sport fotografierst, angenommen du willst jetzt Skifahren, irgendwo in die Alpen, dann macht eine Spiegelreflexkamera auch wenig Sinn, eben aufgrund ihrer Größe und auch ihres Gewichts. Würde ich dir auch wiederum eher, wenn es um Videos geht, hauptsächlich eine Actioncam empfehlen oder auch wiederum eine Systemkamera. Wenn du jetzt sagst, du möchtest Menschen porträtieren, Tiere porträtieren, dann macht eine Spiegelreflexkamera wiederum Sinn, denn eine Spiegelreflexkamera hat den Vorteil, dass du verschiedene Objektive dran schrauben kannst und diese Objektive haben verschiedene Brennweiten und mit diesen verschiedenen Brennweiten bekommst du dann auf diesem Porträt diesen verschwommenen Hintergrundlook. Das nennt man in der Fotografie Bouquet. Das ist dieser verschwommene Hintergrund und das macht sich auf Porträts sehr, sehr schön. Vor allem kannst du diese Spiegelreflexkameras dann auch quasi im Studio nutzen. Du kannst sie mit den Blitzgeräten koppeln, verschiedene Light-Settings ausprobieren und das Licht auch anhand der Kamera steuern. So, du hast dich jetzt für deine Kamera entschieden. Du weißt circa, in welche Richtung es gehen soll. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel, du willst dir eine Spiegelreflexkamera kaufen. Du fährst in den Laden, stehst vorm Regal. Regal ist 20 Meter lang und voll bepackt mit Kameras. Beginnend, sage ich jetzt mal, bei 200 Euro bis hin zu 5.000 Euro. Wenn du jetzt einem Verkäufer begegnest, gibt es zwei verschiedene Verkäufer. Den guten Verkäufer und den guten Verkäufer. Der gute Verkäufer, er wird dir
ein teures Gerät empfehlen, weil er Umsätze machen möchte. Und der andere gute Verkäufer? Er wird dich genau darüber informieren und dir Fragen stellen, wofür du die Fotoausrüstung benötigst. Also, ob du schon noch vielleicht Erfahrung hast oder ob du erst Quereinsteiger bist. Da macht es dann wiederum Sinn, eben auf den Preis zu achten. Denn ganz wichtig, teuer ist nicht immer gut. Merkt euch das, nicht die Kamera schießt gute Fotos, sondern du alleine schießt das gute Foto. Beispiel, ich habe mir vor 3 Monaten eine Kamera gebastelt und sie hatte, also das Material, woraus die Kamera bestand, hatte einen Wert von 3 Euro. Von 3 Euro. Und mit dieser Kamera habe ich ein Foto gemacht und dieses Foto, ich blende es kurz ein, ist nicht mal so schlecht. Es ist ein gutes Foto. Gut, das Foto ist jetzt schwarz-weiß, es ist auch nicht so scharf, also es fehlt auch irgendwo der Fokuspunkt, aber es ist ein Bild. Ein Bild von einer Kamera, die 3 Euro gekostet hat. Der Preis ist nicht entscheidend darüber, wie gut das Bild ist, sondern alleine deine Performance entscheidet darüber, ob du gute Fotos machst oder nicht. Wenn du dann die Kamera endlich in den Händen hast, gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du fotografierst Outdoor oder Indoor. Outdoor, also alles, was sich draußen abspielt, gibt es verschiedenste Möglichkeiten mit dem verfügbaren Licht. In der Fotografie sagt man dazu Available Light, sich zu spielen und auch dieses Licht quasi richtig einzusetzen. Und auch die ganze Location-Auswahlmöglichkeit hier draußen ist enorm. Du musst nur manchmal deine Augen aufmachen und dann wirst du bemerken, dass du draußen so viele schöne Locations hast. Ich bin gerade bei einem Projekt mit einem guten Freund und mache jetzt für seine Aufnahmen, die er braucht für ein Buch, denn er schreibt ein Buch über Pilze und da geht es auch um Wald und was weiß ich was, kenne ich mich nicht gut aus, aber er hat mich gefragt, ob ich für ihn Fotos machen kann. Es war für mich quasi die erste Erfahrung, richtig draußen zu fotografieren, vor allem Naturfotografie hat mich früher nie interessiert. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich vor so ein Schwammerl setze, so ein Pilz und da mal abwarte, bis das Licht ideal drauf scheint und ein Foto mache. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, wäre dann im Studio, kannst du genauso gute, geile Fotos machen. Es gibt mittlerweile schon sehr günstig Studios zum Mieten, das heißt, du brauchst kein eigenes Fotostudio. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist dein Model und deine Kamera. Die Kamera koppelst du dann mit den Blitzgeräten und kannst gleich loslegen. Das nächste, was sehr, sehr wichtig ist, wer richtig geil fotografieren will, muss sich auch bewegen. Es reicht nicht nur, die Kamera in der Hand zu halten, wie der Großvater bei seiner Geburtstagsfeier und einfach mal abzudrücken. Ja. Das machen sehr, sehr viele, auch im Urlaub sehr gerne, dass sie zum Beispiel im Bus sitzen und aus dem Fenster raus einfach mal so tschack, ja, und dann haben sie noch vielleicht den Blitz rausgefahren, der in der Kamera integriert ist und man sieht diesen grauslichen Licht, diese Lichtreflexion im Glas. Finde ich nicht geil. Also es macht wirklich Sinn, sich zu bewegen. Deswegen würde ich dir am Anfang eine Kamera empfehlen mit einer Festbrennweite. Das ist ein Objektiv, wo du nicht zoomen kannst, sondern wo du dich auch noch zum Objekt oder zum Motiv hinbewegen musst. Denn dadurch lernst du auch verschiedene neue Perspektiven kennen. Beide Aspekte gehören dazu. Sich richtig bewegen, natürlich auch die Technik. Zu billig ist auch nicht gut, aber zu teuer ist schon mal ganz schlecht. Und wesentliche weitere Faktoren sind das Licht. Du musst das Licht beherrschen können. Es geht hier rein um das Licht. Fotografie kommt vom Altgriechischen und bedeutet Zeichnen mit Licht. Und wer das nicht beherrscht, der ist fehl am Platz. Also alles, was du mit der Kamera machst, wie du sie einstellst, es geht immer nur um das Licht, wie du das Licht einfängst. Du kannst zum Beispiel düstere Bilder machen, helle Bilder, fröhliche Bilder und das hat alles nur mit der Kameraeinstellung zu tun. Also Punkt Nummer 1, das Licht. Ganz, ganz wichtig, womit du dich auseinandersetzen musst. Punkt Nummer 2, die Nachbearbeitung bzw. die Entwicklung von Fotos. Es ist ganz wichtig, dass du dich danach auch noch mit dem auseinandersetzt, denn wenn du dann weiter in die Materie gehst, vertiefend, kannst du noch sehr, sehr viel aus deinem Rohmaterial, was du gemacht hast mit deiner Kamera, am Laptop, am PC nachbearbeiten bzw. entwickeln. Das, was man früher gemacht hat in der Analogfotografie mit der Dunkelkammer, rotes Licht, Fotos ins Wasser legen, in diese chemische Flüssigkeit, das macht man heute nicht mehr. Aber genauso entwickelt man heutzutage auch noch Fotos und zwar mit einem RAW-Converter am PC.
Dann dritter Punkt, die Weiterbildung. Wer rastet, rostet. Ganz, ganz wichtig, du musst in der heutigen Zeit vor allem immer am aktuellsten Stand bleiben. Die Technologie hat die letzten 10 Jahre enorm viele und schnelle Fortschritte gemacht. Es hat sich noch nie so schnell entwickelt wie die letzten 5 Jahre alleine. Wenn ihr an das Handy denkt, wie sich das Handy in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Vor, ich glaube, 12 Jahren hatte man noch diese Tastenhandys mit einer ganz, ganz schlechten 2-Megapixel-Kamera und mittlerweile reichen die Pixel gar nicht mehr aus, haben die Handys schon Softwares drauf und Farbkorrekturen, Nachbearbeitungsmöglichkeiten, unendlich viele. Und ja, also du musst dich wirklich mit der Materie auseinandersetzen und immer am aktuellsten Stand bleiben, denn das gehört zu deinem Wissen als Fotograf dazu. Too much information in den ersten 10 Minuten. Ich weiß, ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine Stunde darüber weitererzählen. Aber ich beende es jetzt bei diesem Punkt, eben beim immer am aktuellsten Stand bleiben. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr weiter meine Videos begutachtet. Das nächste Video zeigt euch dann, was ihr alles für Zeug so braucht zum Mitnehmen, zum Fotografieren. Da fange ich dann an, was ihr haben müsst, was ihr nicht so braucht. Ja, bis dahin würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben setzt, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und schreibt mir unten in den Kommentaren einfach mal rein, stellt mir eure Fragen. Ich beantworte sie gerne und wünsche euch dabei viel Spaß.